Ja, hallo und herzlich willkommen bei den TwoSpeed News dieses Jahr, das erste Mal. Ich habe heute eine Kleinigkeit für euch, und zwar das neue Aeromex Pit Iron ist hier in der kleinen praktischen Tasche. Wir wollen uns heute damit beschäftigen in der Werkstatt, was alles dabei ist in dem Set und was das Ding wirklich kann, ob man damit vernünftig löten kann, ob das heiß genug wird, um zum Beispiel Motorkabel anzulöten und abzulöten. Das schauen wir uns jetzt gleich genauer an und dafür gehen wir jetzt in die Werkstatt. Bis gleich. So, ja, dann wollen wir mal aufmachen und mal gucken, was da so drin ist. Ja, die Grundplatte von der Halterung mit einem Schwämmchen, im Moment noch trocken. Eine Montageanleitung, dann das Anschlusskabel, eine Röhre mit Lötzinn, mit Silberlot. Die Montageteile, um den Halter zusammen zu montieren. Das ist auch noch die Kappe. Dann, das hier ist die eigentliche Lötspitze. Die ist auch schon vorverzinnt. Da braucht man sich keine Gedanken mehr zu machen. Und das ist dann der eigentliche Griff, wo dann halt die Lötspitze reingesteckt wird. Und hier haben wir noch ein paar Moosgummifüßchen, die hier unter die Platte kommen, nachdem man das zusammengeschraubt hat. Ich werde das jetzt mal eben zusammenmontieren und dann gucken wir jetzt gleich weiter, wie gut das Ding funktioniert. Bis gleich. Ja, so, ich habe das mal vorbereitet und zusammenmontiert. Hier ist der Halter. Ihr braucht dafür einen 2 und einen 2,5 mm Imbus. Dieser Halter hier, dieser Klemmkonus, wird halt festgeschraubt. Da kommt dann die Hülle rein, das kann man mit den 2,5 mm dann sichern, so dass man es später auch wieder in die Tasche reinbekommt. Ich habe das Schwämmchen schon mal benutzt und auch vorher feucht gemacht. Solltet ihr immer darauf achten, dass ihr halt diesen Schwamm feucht haltet und immer so einen Schwamm da drin habt. Wenn der Schwamm mal weg ist, kann man sich einen neuen schneiden aus einem normalen Küchenspültuch oder sowas. Und wenn man sowas gerade nicht zur Hand hat, geht auch ein Papiertaschentuch, wenn man auf dem Rennen ist und der Schwamm weg sein sollte. So, jetzt gucken wir mal, was wir mit dem Ding löten können, also wie heiß das wird. Ich habe dafür mal ein Netzteil vorbereitet, stecke jetzt mal den Lötkolben ein. Hier ist so ein kleines Indikator-LED-Lichtlein, was jetzt gleich anfängt zu blinken. Die Lötspitze wird übrigens einfach nur da reingesteckt. Die gibt es auch als Ersatzteil, wenn die mal verschlissen ist oder kaputt gehen sollte. Und es kommen auch noch andere Formen von Lötspitzen, also ein bisschen was Feineres, wenn man kleinere Sachen löten will. Ja, jetzt ist so der Moment noch in der Aufheizphase. Ich stecke den mal so lange hier rein, dafür ist das Ding ja gedacht. Und dann warten wir mal einen Moment. Im Lieferumfang dabei ist halt dieses von Aeromex Low Resistance Silver Solder mit 2% Silberanteil. Es gibt ein Elektroniklot, was man dafür gut benutzen kann, nennt sich oder ist mit der Bezeichnung Silberlot oder SN60 zu haben. Ist nicht allzu teuer, sollte man benutzen, also nicht unbedingt das aus dem Baumarkt und dann mit Lötfett, weil mit dem Lötfett macht ihr mehr kaputt, als dass es was bringt. So, jetzt blinkt das halt rot-orange-grün. Das heißt, das Ding ist halt fast bei Betriebstemperatur, es wird also sehr schnell heiß. Wir gucken mal, ob wir das hier mit dem Infrarot-Thermometer messen können an der Spitze. Ja, wir sind jetzt bei 89 Grad. Ja, steigt noch. Also ich habe es eben mal ausprobiert. Die Spitze geht bis auf 100 Grad. Das reicht, um zu löten, und so wie es aussieht, ist da eine Elektronik drin, die ganze Sache pulst, so dass halt die Temperatur immer gut nachgeregelt wird, auch wenn man größere Sachen lötet. Ja, wir können es mal ausprobieren. Ich habe jetzt hier einen großen 1:8er Brushless Motor von uns und jetzt versuchen wir mal hier so einen Kontakt zu verzinnen und das geht super gut mit einem Elektroniklot. Ja. Gibt ein vernünftiges Bild, fließt gut, haftet nicht irgendwie an oder so oder wird pappig, top. Ne? Darauf achten, dass ihr halt beim jedem Mal die Spitze sauber macht und wenn ihr das Ding nicht braucht,
kann man das schön hier reinstecken. Mit dem Gewinde, was da drin ist, halt auch noch ein bisschen fixieren, dann rutscht es nicht raus. Ich habe noch ein Stück Kabel vorbereitet, da kann man das auch nochmal ausprobieren, wie sich sowas verzinnen lässt. Also ich mache das immer so, dass ich das halt schon abisoliere, ein bisschen verdrille, so halt wie die Adern da drin verlaufen. Und auch hier kann man sehen, dass die Temperatur gut nachgeregelt wird und sich das perfekt verzinnen lässt. Ja, das war's zum neuen Aeromax Pit Iron. Ich denke, ist ein cooles Tool, was man mit an der Rennstrecke haben sollte. Ein 12-Volt-Netzteil hat sowieso fast jeder dabei und so braucht man nicht unbedingt irgendeine große Lötstation mitzubringen. Also das Ding tut's wirklich richtig gut. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.